So, hallo. Ihr habt euch ja Videos gewünscht und wir fangen heute damit an. Wir haben ja eine Abstimmung gemacht auf Instagram und am meisten wurde das Thema Freundschaft und Beziehung gewählt. Und hierzu haben wir jetzt heute einen Gast hier bei uns. Genau. Vielleicht genau. Können Sie sich mal selbst kurz vorstellen. Ja, gerne. Ich heiße Ellen van der Woude und ich arbeite bei der Psychologischen Beratungsstelle in Östringen. Und genau, die Frau Neugebauer hat mich eingeladen hier, dass sie mich so ein bisschen interviewt zum Thema Freundschaft. Das machen wir jetzt. Genau. Dann würden wir auch schon zur ersten Frage kommen. Mhm. Und zwar, was bedeutet eigentlich Freundschaft? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist auch eine Frage, die gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil das auch sehr persönlich ist, was ich unter Freundschaft verstehe, was mir wichtig ist in einer Freundschaft, worauf es für mich ankommt. Ich habe es in Wikipedia mal gesucht und da wurde Folgendes beschrieben. Freundschaft bezeichnet ein auf gegenseitiger Zuneigung beruhendes Verhältnis von Menschen zueinander, das sich durch Sympathie und Vertrauen auszeichnet. Eine in einer freundschaftlichen Beziehung stehende Person heißt Freund oder Freundin. Freundschaften haben eine herausragende Bedeutung für Menschen und Gesellschaften. Schon antike Philosophen wie Aristoteles und Cicero haben sich mit der Freundschaft auseinandergesetzt. Ja, sehr schön. Genau, also wie ihr wisst, sind Freunde auch sehr wichtig und ja, deswegen gibt es ja auch den Jugendtreff, wo ihr auch eure Freunde treffen könnt. Warum sind denn für Sie Freunde wichtig? Also auf jeden Fall sind Freunde sehr wichtig für mein Gefühl von Selbstwert, also dass ich das Gefühl habe, dass ich für andere Menschen wichtig bin, dass ich anderen Menschen was bedeute. Und es gibt auch so ein Gefühl von Zugehörigkeit, dass ich weiß, wo ich hingehöre, hat so vielleicht sogar was mit Zuhause zu tun, mich wohlzufühlen. Und Freunde sind da, um mich aufzufangen in schwierigen Zeiten, wenn irgendwas ansteht, was herausfordernd ist, was für mich auch wirklich schwer ist, vielleicht traurig oder schmerzhaft, dass Freunde da sind, dass ich denen das erzählen kann und auch wirklich zeigen kann, dass sie mich auffangen können. Genau. Auch geben Freunde mir ein Stück Schutz, dass ich Neues ausprobieren kann, wenn ich weiß, dass wenn es schief geht, dass da jemand da ist, der mir sagt, ach komm, das ist doch nicht so schlimm oder ja, das kann mal passieren, das ist okay, dann ist es für mich auch leichter, was Neues auszuprobieren. Interessen zu teilen, also zusammen was zu unternehmen, vielleicht was Sportliches oder auch ein Hobby auszuüben, shoppen zu gehen, einfach nur einen Tee zu trinken, also kann alles Mögliche sein. Und die Verbundenheit zu anderen Menschen, mich persönlich macht das auch glücklich und es gibt wirklich Studien, die zeigen, dass die Freundschaften für die Gesundheit wichtig sind. Also Menschen, die gute Freundschaften haben, die leben tatsächlich länger. Das wurde so untersucht und nachgewiesen und das hat was mit Hormonen zu tun, also das dass es weniger Stress und weniger Angst mit sich bringt, wenn ich weiß, dass ich Freunde habe, die für mich da sind, wenn die Freunde mich auffangen. Und ja, dafür sind Freunde auf jeden Fall sehr wichtig, auch längere Freundschaften, die so über mehrere Jahre gehen, Menschen, die mich kennen, die ja, einfach wissen, wie ich ticke. Genau. Genau. Und ja, was macht eine Freundschaft aus? Was ist in einer Freundschaft wichtig? Ziemlich viele Punkte eigentlich sind für eine gute Freundschaft wichtig. Es ist also auch nicht unbedingt sehr leicht, eine gute Freundschaft zu finden und auch zu pflegen. Also Freundschaft braucht auch Pflege. Was am Anfang auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass jemand mir sympathisch ist, dass ich Zuneigung spüre zu einer Person. Das kann sein, dass
die Schuhe, die ihr trägt, dass ich die toll finde oder die Art, wie ihr spricht oder irgendwas anderes an seiner Ausstrahlung, das mich anspricht. Und das ist erstmal so am Anfang so der Basis. Was weiterhin wichtig ist, ist das Vertrauen. Das ist was ganz Grundlegendes für die Freundschaft. Also, dass wir Vertrauen zueinander haben, zueinander finden. Das Vertrauen, das muss sich aufbauen über die Zeit. Also es ist nicht so, dass ich mich einfach dafür entscheide, so jetzt vertraue ich die andere Person und jetzt sind wir Freunden und fertig. Nee, das muss sich aufbauen in schwierigen Zeiten, in schönen Zeiten, dass ich auch merke, dass mein Freund über längere Zeiten zu mir hält und neben mir steht, dass er da ist. Ja, es geht auch ein bisschen darum, miteinander vertraut zu werden. Also das Vertrauen und Vertrautsein hat so ein bisschen was miteinander zu tun. Vertrautsein bedeutet auch, dass ich zum Beispiel weiß, was der andere mag, was er nicht mag. Aber auch, wenn ich seine Stimme höre, dass ich mich schon freue, weil eben das Vertraute da ist. Ja, so diese Dinge sind dafür wichtig. Natürlich muss jemand auch zeigen, dass er vertrauenswürdig ist. Also da geht es darum, wie er mit mir umgeht. Es kann ja sein, dass jemand mir sagt, dass ich ihm wichtig bin, aber vielleicht vergisst er meinen Geburtstag. Also das ist dann eher ein Zeichen, dass ich ihm nicht so wichtig bin. Also es geht nicht nur darum, was jemand sagt, sondern auch wirklich, was er macht. Und in dem, was er macht, soll er zeigen, dass ich ihm wichtig bin. Also dass er eben da ist, wenn ich ihn brauche, oder wenn er nicht da sein kann, dass er dann vielleicht auch zeigt, dass es ihm was ausmacht oder dass es ihm leid tut, wenn er tatsächlich meinen Geburtstag vergessen hat. So solche praktische Sachen sind da auch ganz wichtig. Was natürlich auch ganz wichtig ist, ist, dass wir zusammen Spaß haben können. So, das ist ja auch, was eine Freundschaft ausmacht, dass ich das teilen kann, dass ich mich wohlfühle. Bei richtigen Freunden kann ich mich selbst sein, muss ich nicht irgendwie anders sein, kann einfach ja, das sagen, was mir gerade in den Sinn kommt, kann manchmal ein bisschen komisch vielleicht sein oder ein bisschen schräg und das ist auch okay. Gleichberechtigung, finde ich, ist für eine Freundschaft ganz wichtig. Also, dass nicht einer alles bestimmt, sondern dass wir beide an der Freundschaft unseren Anteil haben, daran beitragen. Auch Verlässlichkeit, dass über längere Zeiträume einfach sich zeigt, dass wir füreinander da sind, dass wir ja, auch erreichbar sind und zuverlässig, also wenn ich mich verabrede, dass der Freund auch kommt oder dass, wenn ich zu spät komme, dass ich Bescheid sage. Das sind schon Dinge, die so zu der Zuverlässigkeit beitragen und auch wieder das Vertrauen stärken in einer Freundschaft. Wenn ich weiß, dass der Freund Bescheid sagt, wenn er nicht kommt, dann spüre ich einfach, okay, ich kann mich auf ihn verlassen. Ein anderer wichtiger Punkt für eine Freundschaft, das ist wirklich was, was für mich auch ein zentraler Punkt ist in der Freundschaft, ist die, dass wir uns auch streiten können, dass wir Konflikte haben können. Es passiert immer mal, dass ich vielleicht was mache, was dem anderen verletzt hat oder was ihm gestört hat. Und da wünsche ich mir auch als Freund, dass jemand mir das sagt, damit ich auch die Chance habe, dann zu reagieren und zu zeigen, dass es mir leid tut oder zu sagen, nö, das finde ich in Ordnung, so wie ich das gemacht habe, dass ich da zu mir selbst stehe. Und gerade durch Konflikte, durch Streit, lernt man sich auch besser kennen. Weil ich lerne dann, was ist dem anderen wichtig, was, ja, was braucht er von mir, was kann er überhaupt nicht leiden, also wo kann ich auch Rücksicht auf ihn nehmen. Genau. Und ich finde auch, in eine richtige Freundschaft können auch Meinungsverschiedenheiten da sein. Es kann sein, was weiß ich, dass ich kein Fleisch esse, weil mir das wichtig ist für die Tiere und für die Natur, wie auch immer. Und dass mein Freund überzeugter Fleischesser ist, da sind wir uns dann nicht einig. Aber das muss auch nicht sein. Das widerspricht jetzt nicht, dass wir Freunde sein können.
Ja. Ja, sehr schön. Genau. Wenn man zum Beispiel in eine neue Stadt zieht, mhm, oder man kommt in eine neue Klasse oder auf eine neue Schule, das geht ja unseren Jugendlichen oft so. Einerseits ist es gut, dass der Jugendtreff dann da ist, mhm, aber wie kann man denn neue Freunde finden oder gewinnen? Mhm. Ja, also neue Freunde zu finden ist oft herausfordernd, vor allem wenn ich zum Beispiel in eine Schule komme, wo alle schon Freunde gefunden haben. Es ist leichter, wenn zum Beispiel in der ersten Klasse alle neu sind, dann ist es leichter, weil alle auf der Suche nach Freunden sind. Und wenn ich in der zweiten oder dritten Klasse dazu komme oder auch siebte oder achte die Schule wechsle zum Beispiel, dann ist es natürlich schwerer, weil alle schon Freunde gefunden haben und dann muss ich irgendwie gucken, wie ich mich da reinfinde. Eine wichtige Sache ist, dass ich aktiv auf die anderen zugehe. Also das bedeutet, dass ich mich mal dazustelle oder frage, kann ich mich dazustellen in der Pause zum Beispiel oder auch bei der Gruppenarbeit jemand fragt, ob er mit mir zusammenarbeiten möchte, vielleicht auch wegen Hausaufgaben mal was frage, also so zu schauen, wie ich in Kontakt mit anderen kommen kann. Da kann auch der Jugendtreff ganz gut sein, weil da kann man dann miteinander spielen und sich so ein bisschen kennenlernen und auch sehen, ist die Person mir sympathisch, mag ich die oder nicht. Und also das ist ganz wichtig. Und auch am Anfang kann es sein, dass ich mehr investiere, also mehr auf andere zugehen als andersrum. Und es ist für den Anfang auch okay, weil wenn alle schon Freunde haben, dann muss ich erstmal zeigen, was ich so mitbringe, was ich alles zu bieten habe. Und dann kann es durchaus sein, dass ich ein bisschen mehr investiere. Natürlich sollte sich das irgendwann ausgleichen, dass irgendwann dann auch wieder von den anderen Impulse kommen, dass die auf mich zugehen. Das ist wichtig. Genau. Also, was immer so ein bisschen schwierig ist, ist zu gucken, wie sehr passe ich mich an und wie sehr zeige ich mich oder bin anders wie die anderen. Wenn ich total anders bin und vielleicht auch versuche, Dinge zu bestimmen oder irgendwie so mich einzubringen, dann kann es sein, dass das nicht so gut ankommt. Aber wenn ich mich total anpasse und nur versuche, den anderen ganz recht zu machen, dann ist es oft auch nicht so, dass das einem interessant macht. Also es ist gut zu gucken, dass ich mich ein bisschen interessant mache. Also vielleicht kann ich was erzählen von mir, was Schönes oder über ein Hobby oder so, dass das anderen interessiert. Und aber auch wieder dann wieder nachzufragen bei dem anderen, dass das so ein bisschen ausgeglichen ist und da so einen Mittelweg zu finden. Das braucht ein bisschen Feingefühl und es braucht auf jeden Fall auch ein bisschen Ausdauer, um neue Freunde zu finden. Weil das geht nicht von heute auf morgen. Manchmal denke ich auch, ach, der könnte mein Freund werden, aber eine Woche später ist es doch nicht mehr so, passt es doch nicht mehr so zwischen uns. Also es kann durchaus sein, dass ich mal mit jemandem mehr Kontakt habe, aber dass das doch nicht wirklich eine Freundschaft wird. Das zeigt sich erst über längere Zeit. Manchmal kommt es ganz unerwartet. Also das ist auch gut, da offen zu sein für Überraschungen. Ich habe eine ganz gute Freundin von mir kennengelernt beim Theaterkurs. Und im Theaterkurs hatten wir ganz wenig miteinander zu tun. Sie ist mir gar nicht so aufgefallen. Aber nach dem Theaterkurs hat sie mir dann gefragt, ob wir mal was unternehmen wollen zusammen und hat da auch Interesse an mir gezeigt und waren wir uns sympathisch. Und das hat sich einfach dann als Freundschaft auch entwickelt. Genau. Dann haben wir uns auch gefragt, wie überhaupt eine gute Freundschaft funktionieren kann, beziehungsweise wie kann sie gelingen. Es gibt immer mal wieder Konflikte, das haben wir ja schon gehört, aber genau, wie sollte sie im Optimalfall oder kann sie gelingen? Mhm. Ja, also das geht nicht von selbst, dass eine Freundschaft gelingt, also dafür muss ich auch was tun, was investieren.
so, es gibt so ein Wort, das ist so Freundschaftspflege. Das ist ein bisschen so wie Körperpflege. Dafür muss ich ja auch was tun. Ich gehe ja, was weiß ich, jeden Tag oder jeden zweiten Tag in die Dusche und wasche meine Haare, damit ich gut aussehe. Und so ist es auch mit Freundschaft, dass das nicht von selbst geht, sondern ich muss da was investieren. Und ganz wichtig dabei ist die Zeit, die ich mir nehme für die Freundschaft. Also da gibt es so, ich weiß nicht, ob das Studien sind, aber so im Internet so Richtlinien, dass man schon so 2-3 Stunden in der Woche für eine Freundschaft investieren soll, damit die Freundschaft sich auch weiterentwickelt und nicht stillstehen bleibt. Das ist auch wichtig, dass das ja in Bewegung bleibt, so die Freundschaft. Und dabei ist auch eigentlich der persönliche Kontakt ganz wichtig, also nicht nur über Computer oder über WhatsApp oder halt die sozialen Medien, sondern auch wirklich zu schauen, dass wir uns zusammen treffen, vielleicht was unternehmen, ja, so dieser persönliche Kontakt, was natürlich im Moment schwierig ist, weil wir es nicht dürfen. Also da ja auch zu gucken, was für Möglichkeiten gibt es da? Es gibt ja auch Skype oder so andere Programme, wo man sich sehen kann und telefonieren kann. Und das ist auf jeden Fall besser als kein Kontakt oder halt, ich sag mal, nur übers Telefon. Und da ist es jetzt auch in dieser Zeit ganz wichtig, da auch Kontakt zu halten und eben da auch zu investieren, das zu tun. Für eine Freundschaft ist weiterhin, dass das gelingen kann, ist es auch wichtig, dass ich Rücksicht nehmen kann auf anderen, also dass ich das tue. Genau, also das bedeutet, dass ich zum Beispiel auch merke, wenn ich was mache, was dem anderen verletzt, dass ich das mitkriege, dass ich darauf reagieren kann, dass ich vielleicht auch nachfrage, fandest du das blöd oder war das blöd für dich so, dass ich da auch eine Rückmeldung bekomme, wenn ich unsicher bin. Und das ist auch was wirklich eine Freundschaft ausmacht. Also es gibt unterschiedliche Freundschaften. Manchmal ist es, dass wir zusammen was tun, was weiß ich, wenn ich gerne reite und ich lerne da jemanden kennen, der auch gerne reitet und wir sind da Freundinnen, dann ist es erstmal über dieses gemeinsame Reiten. Wenn es eine tiefere Freundschaft wird, dann reden wir auch über Dinge, tauschen uns aus über was wir erlebt haben oder vielleicht Probleme, die uns beschäftigen. Also das ist dann nochmal eine Stufe tiefer. Und wenn das wirklich eine tiefere Freundschaft ist, dann ist es auch wichtig, dass ich mich offenlege. Eben wenn mich was verletzt hat oder wenn ich unsicher bin, Dinge, die ich nicht jedem zeigen würde, vielleicht wenn ich traurig bin oder wütend, das kann ja auch sein, wenn mich was aufregt, dass ich das auch dem Freund sage und guck, wie der Freund darauf reagiert. Ja. Und dieses Offenlegen bedeutet auch, dass wenn mich was stört, dass ich das auch sage. Das ist ein bisschen wie Müll, der plötzlich herumliegt, so eine Störung zwischen mich und meinem Freund. Und wenn ich das dann sage, dann ist die Möglichkeit da, dass wir den Müll aus dem Weg räumen können. Und dann ja, ist es wieder geklärt und das ist auch eine Erleichterung dann, wenn wir sagen können, gut, das hat mich verletzt, was du gemacht hast, aber du hast es nicht so gemeint und da können wir einen Weg wieder zueinander finden. Das gehört auf jeden Fall auch zu einer guten Freundschaft dazu. Auch, dass man sich die Meinung sagen kann. Also auch, dass ich eine andere Meinung haben kann wie mein Freund. Das habe ich vorhin auch schon gesagt. Also wenn der Freund was macht, was ich richtig blöd finde, dann kann ich ihm das, wenn es eine gute Freundschaft ist, auch sagen. Und wir können sogar darüber diskutieren oder uns austauschen, vielleicht ein bisschen reiben. Und dadurch kann es auch sein, dass ich zum Beispiel meine Meinung ändere. Also in einer guten Freundschaft können wir uns auch gegenseitig beeinflussen und auch sogar da weiterhelfen, dass wir was Neues lernen oder eine neue Sicht auf Dinge bekommen. Und es ist auch ein Stück Schutz, dass wenn ich irgendwie Mist gebaut habe und mein Freund sagt mir, hey, das war aber ganz schön blöd von dir, dann merke ich auch, das geht eigentlich nicht, was ich da gemacht habe. Und dann weiß ich das,
quasi, wenn ich keine Rückmeldung bekomme, dann weiß ich das auch nicht. Also so, Freunde können einem das sagen. Was auch wichtig ist für eine Freundschaft, ist, einander Freiräume zu schenken. Ich kann keinen Anspruch auf den Freund haben, also nicht in jedem Bereich. Zum Beispiel ist es auch wichtig, wenn mein Freund sich mal mit jemand anders trifft oder vielleicht auch mal mit jemand anders was unternimmt. Und genau, also da ist es auch sehr persönlich, dass man für sich bestimmt, was finde ich wichtig in der Freundschaft, also was darf mein Freund quasi und was darf er nicht. Also vielleicht ja, finde ich es wichtig, dass wir uns einmal in der Woche wirklich treffen zusammen, und wenn der andere da das gar nicht so wichtig findet, dann kann es auch sein, dass es auf Dauer auseinandergeht. Also dass wir dann merken, dass die Interessen doch sehr unterschiedlich sind. Genau. Und diese Freiräume bedeutet auch, dass mein Freund mal blöd drauf sein darf, dass ich vielleicht auch mal die schlechte Laune aushalte, dass das auch okay ist. Und dass ich aber auch mal schlecht drauf sein darf. Also so sich gegenseitig da diesen Freiraum zu schenken. Genau. Also wie wir gesehen haben, sind Freundschaften für uns sehr wichtig. Auch wenn jetzt die Corona-Zeit ist, trotzdem Kontakte halten oder versuchen aufzubauen. Genau, und wir hoffen, dass euch unser Video gefallen hat. Auch vielen Dank für die ganzen tollen Sichtweisen. Genau, und wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr uns gerne schreiben über Instagram oder per E-Mail oder anrufen. Genau.